wir heute auf der Straße, um uns gegen das faschistische Erdogan-Regime zu wenden, um uns gegen diese ganzen Islamisten zu wenden, die heute gemeinsam mit türkischen Soldaten seit 2 Wochen Afrin angreifen, die die Revolution in Rojava in Nordsyrien angreifen. Und wir sind hier, um zu sagen, Schluss mit den Waffenexporten Deutschlands an die Türkei und Schluss mit den Angriffen auf Afrin. Nun wird sich der Abgeordnete Hakan Taş... Liebe Genossinnen und Genossen, in Afrin tobt ein blutiger Krieg. Gemeinsam mit der Al-Qaida, Al-Nusra, will der Diktator Erdogan Kurdistan belagern. Ihm sind kurdische Nachbarn ein Dorn nach wie vor im Auge. Wieder einmal wurden die Kurden von der internationalen Gemeinschaft verraten. Es waren die Kurden, die sich dem IS-Terror in den Weg gestellt haben. Es waren die Kurden, die den IS im Namen der Welt besiegt haben. Nun werden sie von allen Verbündeten der Partnern fallen gelassen. Was mich besonders aufregt, liebe Freundinnen und Freunde, nun kämpfen diese Al-Qaida-Terroristen mit deutschen Leopard-Panzern gegen die YPG und gegen die YPG. Deutsche Waffen werden also in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen unsere Kämpferinnen und Kämpfer eingesetzt. Das ist ein Skandal, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb fordern wir von der Bundesregierung, auch von der amtierenden Bundesregierung, stoppt endlich die Rüstungsexporte an den Terrorpaten Erdogan, an die AKP-Regierung. Es darf keine Geschäfte mit Schurkenstaaten geben. Wenn man Waffen an Erdogan und seine Komplizen verkauft, dann schiebt man sich ins eigene Bein. Deshalb sagen wir auch heute in Berlin, auch heute in Kreuzberg, deutsche Panzer, deutsche Waffen, europäische Waffen, raus aus Kurdistan! Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind solidarisch mit der Freiheitsbewegung von Afrin. Es ist nicht der erste Überfall und die Kurdinnen und Kurden, es wird auch nicht der letzte sein. Allerdings wird auch dieser Angriff vom kurdischen Widerstandswillen zurückgeschlagen werden. Wir werden in Afrin gemeinsam mit unseren Kämpferinnen und Kämpfern verteidigen. Und zum Schluss möchte ich noch auf einen Sachverhalt gerne aufmerksam machen. Vor weniger Zeit war ebenfalls ein Terrorstaat vor den Toren Südkurdistans. Sie waren bis in das Herz von Rojava eingedrungen. Doch in Kobane begann der Anfang von ihrem Ende. Heute, einige Monate später, haben die kurdischen Streitkräfte die Hauptstadt des Terrorstaates eingenommen. Insofern sollte sich kein Terrorregime seine Sache zu sicher sein. Es sind schon viele Mächte am kurdischen Widerstandswillen gescheitert. So war es gestern mit dem IS und so wird es heute auch mit Erdogan und seinen Streitkräften sein und der Al-Qaida sein. Büji Berhadane Kobane, Büji Berhadane Efrine, Büji Berhadane Kurdi Kurdistan, Her Büji, Spaß! Oh, die internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Liebe Freunde, wir wollen schon ein Genosse von Antifa.